Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmaßtraum mit Axelas 3. Wie versprochen geht's jetzt weiter mit Wollust oder mit dem Doppelpack Smaug und Wollust. Naja, wir sehen. Oh, du Dumme! Why would he do that when he knows a deal with you isn't half as appealing as a deal with me? Don't listen! I can return your sweet little angels to their former glory. Yes, if you just protect me from this terrible woman. Usil! And won't it be glorious when you march back to the gates of heaven with your numbers restored? Shut up! And restore truth and righteousness to that befouled place. Your truth, Archangel Usil, under your command. Wouldn't that be lovely? The Seventh Legion. Alive and whole. Restoring glory. Our deal is revoked. No, Usil! Won't this be fun? Na super. Komm her, ich bin vorbereitet. Ah, falsche Fähigkeit. Gut, wenn die beiden dort zusammenstehen. Stop wasting time with demons and Who gave you the power to raise the dead? The one constant in the universe. Those who possess the most power inevitably crave more. Lust is everlasting. As for who? Know this. I was merely a pawn. A feeling you know all too well. Fury. The angels who killed your steed. Pawns as well. Then who? Tell me! The players in that game will reveal themselves in time. What if I reveal something even more valuable? Spare me, and I'll give up the location of my fellow sin. Envy. And why would you do that? What reason would I have to protect that sniveling coward? She has never experienced frontline combat. She has never experienced the horrors of war. She is the most pathetic of us. Get me to the edge of Haven, and what you want will be yours. An attractive offer. But I'm tired of your kind underestimating my intelligence. I'll find the rest of the sins by myself. Thank you.
At your core, you were just an endless void that could never be filled. How disappointing. Finish it! I am ready. I think not. Mistress! Lust's call to power is intoxicating. Even more so when one is fueled by grief. Usil's transgression can be forgiven. Once. I have a better understanding of what's happened to the Earth and what's at stake because of it. You're of no use to me, dead. If we are to survive, all of us, alliances must be made. An alliance? With him? I don't know what to say. Say that you'll return the favor. I may soon need it. My word may hold no weight. But my life is yours, Fury. If I learn of any plotting against you, I will relay the information. Did I just witness mercy shown to a filthy angel? Just as soon have your head on a pike! Are you or are you not a Watcher? Because you should know better. This quest we're on is about balance, in the world and within me, it seems. Lust showed me what I could become. It is not what I want to be. And what do you want to be? I think that's what I'm here to find out. Da kommt wohl noch eine Cutscene, fürchte ich. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich trainiert habe, um das beim ersten Versuch in dem Video zu schaffen. Aber schön, dass man Erfolg bekommt, wenn man Usil verschont. Da habe ich nicht gerechnet. Jetzt könnte er aber mal fertig sein. Hopp, hopp. Oh, das zieht sich. Um einen Zornangriff auszuführen, muss der Zornbalken voll sein. Ich dachte eigentlich, es geht nur, wenn der Zornbalken leer ist. Ich habe auch ganz viel Pech und die Konsole ist gerade abgestürzt. Curious, very curious indeed. With each new challenge, you show more depth. What do you want? Both you and I are painfully aware of the endless parade history inflicts upon us. Creatures so pathetically focused on one single purpose. But these creatures are, ironically, completely devoid of meaning. Make your point, Lord of Hollows. It's just surprising. No. Refreshing to see something headed in the opposite direction. You are coming into a greater awareness of the flaws that kept you in chains. Flaws? Shall I list them? No, thank you. I've seen enough recently to know they are many. Which is exactly why I give you this. And by holding it, the raw power of Force itself is yours. It vibrates in my hand. I don't understand. When the time comes, you will know when and how to use it. No, not yet! Der behandelt mich wie seine Bitch, oder? Barbt mich hin und zurück, wie es ihm gefällt. Jetzt schon wieder eine halbe Stunde für eine Cutscene. Hätten sie das doch lieber als Sequenz aufzeichnen sollen und abspeichern auf die Disk als diese Laderei. Das wäre wesentlich angenehmer gewesen für den Spieler. Das würde dann nahtlos übergehen. Aber nö, man muss einen Ladebalken einbauen. Technisch hat das Spiel wirklich ein paar fragwürdige Entscheidungen.
Und man kann ja froh sein, dass es überhaupt einen dritten Teil gibt, weil die Finanzierung und die Entwicklung war ja anfangs doch relativ wackelig. Drücke LWR, um die Kraftgestalt zu aktivieren. Wieder ein Erfolg, Hardy Stein. Oh, ein Hammer. Hammer Time. Wo bin ich? Irgendwo hier. Man hat nichts zu sagen. Jetzt kann ich die blaue Kacke hier einfach. I could get very used to this level of power. Ja, es ist nicht verkehrt. Das ist auch nicht schlecht. Cool. Wo geht's nur wieder raus, ne? Ach du heilige Scheiße. Das ist gar nicht so verkehrt. The Lord of Hollings will never be accused of subtlety. Time to find the next sin. Are you certain? I'm just asking. Seems to me you might be going a little soft. At least that's what the Lord of Hollows appeared to see in you. If you truly want to see how I have softened, question my resolve again. Ist magnetisch mit rangezogen. So muss ich da keine großen Sorgen machen. Dass man da abkackt oder so. Das geht relativ automatisch. All I'm saying is, there's been a change. It's natural, I think, after all you've been exposed to here. What do you mean? Need I remind you? There is no absolute good, nor is there absolute evil in the universe. Those are human concepts. The Charred Council is aware of this. It's the very reason for their continued existence. Ugh, the way you blather on. What are you trying to say? Heaven and hell are not absolutes either. Seeing the proper perspective, they are simply two opposing forces scrambling to gain power over this sad wall of mud. It is the way of all things. Precisely. But why would they be so focused on this rock and its teeming bacteria when there is an entire cosmos to explore and to conquer? Ups. Muss man jetzt alles kaputt hauen? Vielleicht ist was drunter. Okay, so geht's auch. Balance. Yes, by keeping them occupied with this miserable conflict, the greater universe has a chance to remain pure. That is a curious method for seeking balance, especially for beings so powerful. Yes, very curious.
So I'm just saying, if you were in doubt, I would understand. Das noch was Mist. Noch immer alles absuchen, natürlich auch was genau das meint. Nicht da vorne liegt nämlich noch was. Hier kommt man drüber, ne? Auf die andere Seite. Definitiv. So, ich versuche jetzt da drüber zu fliegen. Oh, stehe ich echt zu weit weg. Ja, da hinten ist dieses Scheißvieh schon wieder. Mit dem Hammer kann man den bestimmt platt machen. Ah, ich werde schon irgendwie da rüberkommen. Noch so ein Wächtervieh.
habe hier drin haben wir alles. Was zur Hölle? Was man mit dem Block da macht, wüsste ich gern. Hier fehlt mir wohl die Fähigkeit. Verschieben. Ich hab den jetzt verschoben mit der Fähigkeit. Bin ich mir ganz sicher. Warum sollte man ihn verschieben können? Ich probiere das weiter aus. Super. Ich nicht bewegt. Man kann ihn wirklich verschieben mit der Explosion, aber wozu? Oh, falsche Fähigkeit. Probiert das noch einmal, ob ich ihn. Ich habe noch 4 Zornfragmente, ob ich ihn Richtung Wand geschoben bekomme. Und danach unter diese Einbuchtung da oben links, die man vielleicht sieht, das Fenster da oben. Ich denke, das könnte von der Höhe reichen. Warum wechselst du die Form? Wird funktionieren, ich bin ganz sicher. Wird mir absolut nichts bringen. Ich werde nur Zornfragmente verballern, aber für ein paar belanglose Sammel-Items, aber egal, ich will jetzt da hoch. Wusste es doch.
Toll, damit habe ich niemand viel, aber. Kommen wir dann ran. Was könnte ich mit dir jetzt anstellen? Wozu brauche ich dich überhaupt? Wozu brauche ich denn? Diese Frage werde ich wohl so schnell nicht klären können. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt. Ich müsste normalerweise ja auch so da drüber kommen, oder? Nee. Brauche ich keine Hilfe von RMP? Ist ja doch schön gekugelt, hängt und lädt. Was könnte ich mit dem Fieder machen? Damit ich überhaupt dort drüber komme vielleicht. War ich überhaupt schon da hinten? Ja, sicher war ich da schon. Ach, jetzt geht das schon wieder. Da war nichts weiter. Da oben ist auch, glaube ich, nichts Großartiges. Nur eins, was ich mal vorstellen kann, ist, dass man da hinten auf das Schiff drauf kommt. Wozu? Keine Ahnung. Geht selber nicht über die Säure. Traut er sich nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, an dieses Mistvieh ranzukommen. Jetzt weiß ich nicht warum. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, das Teil. Und dadurch passt er auch nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ich weiß es nicht. Der lädt am Rückweg wesentlich länger als beim Hinweg. Warum lädt er nicht beim... Ich sollte mich nicht über so etwas aufregen. Ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn nur auf seinen Hintern gehauen, so zweimal. Das vernimmt uns beabsichtigt. Ich wusste gar nicht, dass es ein Hintern ist. Ja, hier war ich schon mal. This will be fun for both of us.
As you wish. As you wish. Mehr Power. Do make sure they scream, Horseman. Ich meine zu wissen, wo ich bin. Gut, das ist nur ein Abkürzungsrückweg. Davon gehe ich zumindest mal aus. Der war doch irgendwo was Lilanes. Das lädt hier alle paar Meter. Wenn man hier. Ah, jetzt kommt der Lilane. Wenn man ständig den Bereich wechselt. Mhm. Die fahren jetzt bestimmt noch weg. Teilweise echt stramm, die Viecher. Ich war jetzt eigentlich der Meinung, dass die riesen Mistviecher da oben von der Decke fallen. Die drei hier. Aber nö. Das ist bei uns ein bisschen enger. Man will sich übrigens automatisch ducken. Also die Duck-Taste drücken, die es ja nicht gibt, aber man will es. Hier gibt es viel zu tun. Jetzt geht doch da hoch.
sollte ja eigentlich in das Loch runtersprengen. Ne? Das war, glaube ich, meine eigentliche Mission. Ist nur mal interessant, wo diese Wege einen hinführen. Ob ich das schaffe. Vor allem auch schon. Ja, war ich schon mal. Ne? Da bin ich auch alle schon geplündert. Das war verdient. Kann man ja wieder zurückgehen eigentlich. Das ist nur ein anderer Weg in die Kanalisation, also runter in dieses Museumsbereich. Es gibt wahnsinnig viele Umwege, Schleichwege, Seitenwege. Ich habe das Ganze noch nicht so durchschaut. Wo, wie, was, wann, warum. Da komme ich ja nicht dran, da wollte ich schon mal. Ist man da eigentlich irgendwie von der Seite oder so? Ich bin sogar der Meinung, ich bin schon mal durch den Schacht durch, aber kann ja eigentlich nicht sein. So, das Spiel möchte, dass wir hier runterspringen. Durchtauchen wahrscheinlich. Dann gehen wir den Spaß doch im nächsten Part mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.